Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute dreht sich alles mal um Die-Cuts. Ich habe ja immer so wenig und zu diesen ganzen Kollektionen, die Die-Cuts, das ist immer total cool, aber ich finde es schon ganz schön teuer. Also ich habe teilweise so ein, zwei Tütchen, da sind dann nur 12 Elemente drin und ich habe trotzdem 3,95 € bezahlt oder 5 €. Und ich habe bei AliExpress einen Shop gefunden, der heißt Kreativ Pat. Und da habe ich mir ein paar Tütchen bestellt. Eine so eine Tüte kam, glaube ich, 1,67 € und noch einmal Versand mit dazu. Also echt relativ günstig. Und ja, wir packen das heute mal zusammen aus und dann werde ich entscheiden, ob das Hot oder Schrott ist. Nach dem Intro geht's los. Ja, 6 Tüten hatte ich mir bestellt. Eine habe ich mir doppelt bestellt, deshalb liegen hier nur 5 Tüten. Ich verlinke euch den Shop einmal in der Videobeschreibung, da könnt ihr ja mal so durchgucken. Da gibt es verschiedene Themen und da gibt es, wie gesagt, nicht nur Die-Cuts, sondern auch Puffy-Sticker, Enamel-Sticker, da gibt es normale Stickerpapier. Also das ist so ein Shop, der hat nur so eine Papiersachen, relativ groß, wer da Interesse hat. So, und dann fangen wir mal an. Ich habe einmal hier eine Kollektion, die ist so ein bisschen, ja, bräunlicher mit so kleinen Mädchen. 150 Pieces sind da drin und ich glaube immer zweimal. Ja, zweimal jedes Design. Einmal hier auf der Rückseite von der Pappe ist einmal die Übersicht, was drin ist und ich packe das mal eben aus. So, hier jetzt einmal zu sehen, alles einmal hingelegt. Man bedenke, das Ganze zweimal drin. Einmal liegt auf dem Tisch. Einmal habe ich noch liegen. Total cool. Und ich muss sagen, ich bin total begeistert, weil es zum einen niedlich ist. Die Farben sind nicht so knallig. Das harmoniert sehr gut alles miteinander. Und es sind jetzt nicht nur süße kleine Bunnies drin, auch diese süßen kleinen Ballettmädchen hier, sondern es sind wirklich auch Blumen mit dabei, die man auch leeren kann. Dann ein paar Sprüche. Und hier diese ganzen kleinen Banner. Diese ganzen kleinen Wörter in verschiedenen Farben und alles in diesem Farbton, total niedlich. Dann haben wir zum Beispiel noch so kleine Kärtchen mit dabei. Kann man dann ja super in so ein kleines Fotoalbum, in so eine Lasche mit reinstecken, kann was raufschreiben oder man beklebt die Rückseite nochmal. Total niedlich. Und ich muss auch sagen, das ist ja so ein bisschen ja foliert bedruckt, total schön. Also ganz zart das Ganze, wenn ihr mal guckt hier, diese kleine Ballerina mit diesen ganzen kleinen Pünktchen finde ich richtig schön. Also das ist ganz zart und fein. Dadurch finde ich, hat das echt eine schöne Optik. Auch hier richtig niedlich, wie gesagt, ganz zart. Einmal diese ganzen Linien in so einem zarten Silber. Da muss ich sagen, das ist echt total gelungen. Da bin ich jetzt richtig begeistert. Ich zeige das noch einmal ein bisschen näher dran. Mal gucken, ob das scharf wird. Also ich habe hier so ein 50x70 Blatt, das ist voll. Ich gehe einmal so rum. Oben sind noch so runde Die-Cuts, Sprüche, kleine Wimpelketten mit Blümchen. Und dieses kleine Mädchen ist in verschiedenen Varianten. Dieser kleine süße Hase auch, nochmal mit einer Wolke, schlafend auf dem Mond. Kommen nochmal kleine Banner und so kleine, ja, Reiter und Ecken. Hier unten kommt die Blumenfraktion. Hier nochmal auch nur weiß mit diesem holographischen, total schön. Also ich glaube, damit kann man perfekt ein kleines Mini-Album gestalten und sich da austoben. Und man bedenke, wie gesagt, zweimal drin in der ganzen Packung. Und für 1,67 € finde ich das sehr gelungen und ein echtes Schnäppchen. Ich hatte das auch im Angebot gekauft. Es kommt jetzt auch wieder bei AliExpress die Zeit, wo auch wieder ganz viel im Angebot ist. Also das Set hier, muss ich sagen, ist echt gelungen, finde ich sehr schön. Das nächste Tütchen ist einmal hier so klassisch, glaube ich, Thema, ja, Party und Geburtstag. Wenn ich einmal was bastel, ist es eher meistens sowas, ein bisschen niedlich, bunt und ein bisschen girly-mäßig. Da ist einmal hier hinten abgebildet, was einmal drin ist. Ich komme mal ein bisschen näher ran. Aber wie gesagt, das ist immer so klein, man kann sich dann da gar nicht so den Reim drauf machen, auch wenn man das am Computer sieht und sich bestellt, wie das alles so aussieht.
Und auch wieder von jedem Die-Cut sind zwei Stück drin. Auch wieder eine ganze Menge insgesamt drin. Hier drin 162 Stück. Dann packen wir mal aus. So, hier einmal das nächste Set hier. Einmal alles wieder ausgepackt. Und ich versuche mal ein bisschen wieder näher ranzukommen. So, und dann fahren wir hier mal rüber. Angefangen, es sind unzählige, coole, kleine Tags mit dabei, Kinotickets, Anhänger, alles Richtung Geburtstag und ich finde Bibi-Album, so kleines Fotoalbum und dann eben halt Geburtstagsbilder oder eben als Geschenkanhänger an kleine Geschenke. Also da oben mit dieser Giraffe und den Geschenken ein Regenbogen. Home Sweet Home, kleine bunte Blümchen in allen verschiedenen Varianten, total schön. Buntes Lama, ein paar Blümchen dazu. Jetzt kommen hier ganz viele Tickets. Alles ist goldfoliert, auch total schön und ganz zart wieder. Finde ich richtig schön. Die Katze ist oberdrollig, sie hat eine Krone auf, einen Sternenstab in der Hand und Flügel. Niedlicher geht's gar nicht. Dann haben wir hier nochmal wieder große Tags. Runde Blumenranken, nochmal auch Wörter. Diese mini kleinen Banner sind so niedlich. Auch die geschwungenen, wie gesagt, ganz zart immer alles poliert. Finde ich echt richtig hübsch. Unten geht es noch weiter. Geburtstagstorte, kleine Bildchen. Auch der Hase ist auch so drollig. Dann hier einmal diese Überraschungskiste mit dem Clown, der da raushüpft. Vogel, Geschenk. Dann die kleinen Stäbe hier sind ja auch so niedlich. Boy. Girl, ein Cupcake, auch nochmal Schleifchen. Also muss ich sagen, echt, für das Geld bin ich echt schwerst begeistert. Ist mega gelungen. Und man kann sich da einfach austoben, ne? Und muss nicht denken, so, oh, benutze ich das nicht oder so. Das finde ich echt total schön. Alles schön pastell, auch ein bisschen bunt. Auch das Grün finde ich so toll. Schönes Grün. Wunderschönes Set, sehr gelungen. Wie gesagt, auch dass alles so ganz klein ist, gar nicht so riesig, finde ich super. Ich habe es lieber immer ein bisschen kleiner und dann kann man das irgendwo mal ganz dezent mit dazu kleben, so wie hier diese kleinen, ganzen kleinen Fähnchen und sowas alles. Sehr schön. So, dann kommt hier die nächste Tüte, steht Birthday drauf. Spricht mich jetzt von den Farben her noch nicht so an, aber mal gucken, vielleicht sieht es gleich ausgepackt ein bisschen anders aus. Rückseite. Sieht einmal so aus. Ja, ziemlich bunt. Knallige Farben. Auch wieder alles einmal doppelt drin. Tja, dann legen wir mal los. Ich packe mal aus. So, hier auch einmal alles ausgepackt. Das ist jetzt alles ein bisschen größer für mich schon von den ganzen Die-Cuts her. Und eben halt alles sehr knallige Farben. Aber es sind dieses Mal wenig Text mit dabei. Viel kleine Wörter sind mit dabei. Und was ich ganz lustig finde, ist so ein bisschen ja 80er-Jahres-Style, ein bisschen ja Musik, ein bisschen Peace, ein bisschen Pentagramme. Eine ganz bunte Kollektion passt ja zu ganz knalligem, bunten Papier dazu. Es ist jetzt nicht mein Highlight, aber es ist in Ordnung. Vieles davon kann man dann einfach mal irgendwo mit draufkleben. Wie gesagt, diese ganzen kleinen Sprüche finde ich ganz cool. Haben wir auch wieder Blümchen, kleine Vögelchen. Ich meine, Rollschuh geht eigentlich immer. Aber sowas halt ist mir persönlich dann zu groß, ne? Das finde ich jetzt für ein kleines Mini-Album ist das schon ein sehr großes Motiv. Hier einmal dieser VW-Bus, Einhorn. Schon ganz cool. Hier unten die Schriften, die finde ich ganz schön, die schon hier so ausgestanzt sind. Muss mal schräg kommen. Kaffeebecher, die Kamera, ein Haufen kleiner Pentagramme. Dann seht ihr einmal hier jetzt diese ganzen kleinen Wörter. Kunterbunt, ein gruseliges Auge, eine Schnecke, Kirschen, Erdbeeren, ein Frauenhut und noch mal viele Banner. Also ein sehr buntes Set mit vielen Bannern und Schriften. Aber trotzdem passt farblich alles zusammen, gerade mit sehr viel Schwarz. Wie gesagt, ist vielleicht eher was so im 80s-Style mit kräftigen Farben.
So, nächstes Tütchen machen wir weiter. Einmal mit Violet Fantasy steht einmal hier drauf. Das ist dann diese Kollektion. 160 Stück wieder drin. Zwei von jedem Design. Hier ist es einmal wieder auf der Rückseite von der Pappe einmal alles, was drin ist. Es ist dann eben halt sehr lila-lastig. Und wenn ich so gucke, ja, sind sehr viele Einhörner, kleine Prinzessinnen und viele, viele Tags. So, dann einmal wieder die ausgepackte Runde. Es geht hier oben einmal los mit ja, Schmetterlingen, Sternschnuppe, sehr viel zum Thema kleine Prinzessinnen, Einhörner, Blümchen, wieder Banner, alles einmal goldfoliert, zum einen ein bisschen dicker, zum anderen ein bisschen feiner. Hier oben kommen etwas größere Tags und Rahmen. Dann kommen wieder sehr viele kleine, sehr passende Sprüche, Briefmarken dieses Mal. Nochmal kleine, ja, Bildchen und Tags, wo man immer noch mal was draufschreiben kann. Wieder noch Einhörner, viele kleine Sterne und Herzchen, eine lustige Katze im Raumanzug oder zumindest mit einer Kugel auf dem Kopf. Vielleicht wollte sie zum Mond fliegen. Eine Einhornwolke, ein Herz mit Einhorn, so ein Lollipop, nochmal ein springendes Einhorn. Also alles farblich echt zusammenpassend. Wie gesagt, sehr lila-lastig und sehr ja, Mädchen- und Einhorn-lastig. Finde ich aber sehr gelungen. So, ich gehe einmal wieder zurück, dann sieht man das noch einmal in der Übersicht, das ganze Set. Das muss ich sagen. Ich mag es ja immer, wie gesagt, so ein bisschen kleiner, obwohl das jetzt hier auch nicht klein ist. Aber trotzdem ist es schön zart und nicht so riesig, das Ganze. Ja, das war einmal diese Kollektion und dann kommen wir gleich noch zur letzten Tüte. So, und dann noch einmal hier letzte Tüte. 150 Stück sind drin, Made with Love. Da geht es eher so Thema Handarbeit ein bisschen. Auch sehr lila-lastig, aber ist nicht schlimm. Ich mag Lila oder Pastell, so immer Fliederfarben mag ich total gerne auch. Und dann gucken wir mal, wie es ausschaut. Ich finde hier unten die ganzen kleinen Schriftchen und Banner, die sehen zumindest auf der Packung so gedruckt sehr vielversprechend aus. So, ich bin begeistert von diesen ganzen kleinen Bannern hier oben. Ich komme noch mal ein bisschen näher ran, dann seht ihr das. Die sind so ganz zart goldfoliert und noch, als ob es bestickt ist, einmal so bedruckt. Total schön. Auch die Farben mag ich total leiden, das ist nicht so aufdringlich. Ein Träumchen. Und es geht, wie gesagt, ums Thema Hobby. Ist jetzt nicht nur Thema Nähen, sondern auch, ich glaube, Plüschtiere sammeln. Es sind ganz viele hier unten Perlen mit dabei. Verrückte Vögel, Blümchen. Dann haben wir Plüschtiere. Ein bisschen komische Blumen, die finde ich nicht so gelungen, aber sie passen. Dann geht es hier einmal ums Thema Stricken und Nähen. Was ich total cool finde, ist hier dieses Nadelrad. Total cool. Oder auch hier die mit den Stricknadeln. Nähmaschine, das finde ich so toll. Die Sicherheitsnadel mit diesen Perlen. Auch diese Nähmaschine, die ist so hübsch. Die ganzen kleinen Knöpfe, das ist ja immer so meins. Dann kommt hier noch so eine coole Haarspange. Hier unten sind auch noch mal so Rahmen. Ja, Fischis, Torten. Der eine mag ja backen. Dann kommen hier noch mal so Schleifenbänder. Kleine Anhänger, made with love. Ein Kleidchen, noch mal hier so lange Streifen hier als Borte. Also das finde ich auch wieder rundum richtig gelungen, gerade weil es so niedlich ist. Und auch wieder teilweise mit diesem, ja, ein bisschen kräftiger mal foliert, mal ein bisschen ganz zart. Das passt super zusammen. Wie gesagt, und Hobby ist ja breit gefächert. Da kann man echt schön mal was draus machen, ob Mini-Album. Wie gesagt, ich habe eine häkelnde und strickende Freundin. Da kann man vielleicht mal cool was mitmachen zu diesem ganzen Thema dazu. Ja, also ich finde es, außer das eine Set, was so ein bisschen sehr farbig war, den Rest finde ich richtig gut. Ich bereue gar nichts. Ich finde es echt klasse, so viel. Ich habe alles einmal doppelt. Kann ich aus den vollen schöpfen. Ich weiß nur noch nicht, wie ich das Ganze im Grunde genommen ja wegsortiere, dass ich eine Übersicht habe. Wenn ihr irgendwie eine geniale Idee habt, dann lasst mir einen Kommi da. Ich muss mir darüber noch
Gedanken machen, ja, wie ich das alles noch verstau, dass man eben auch weiß, dass es existiert und dass es da ist oder so, ne? Wenn man mal vielleicht so einen Spruch sucht oder irgendwie sowas. Aber alles in allem, ich finde es richtig cool. Wie gesagt, den Shop verlinke ich euch einmal in der Videobeschreibung und da muss dann jeder mal durchgucken. Unzählige Die-Cuts, verschiedene Themen und verschiedene Kollektionen mit Papier dazu und sowas alles. Wie gesagt, da gibt es Puffy-Sticker, Enamel-Dots, echt total viel. Und ich freue mich jetzt aber, dass ich mir diese Die-Cuts geleistet habe. Die sind ja so ein bisschen universell für alles irgendwie. Jetzt nicht passend zu irgendeiner Papierkollektion, aber zu irgendeinem Actionblock oder irgendwas anderem wird das, denke ich, schon mal ganz gut passen. Ja, und dann war es das auch gewesen. Und wir sehen uns ja bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss!